Ja, hallo Freunde, es ist Christian Schmer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Und wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, schau mal auf liebeschipp.de vorbei. Kannst auch noch einsteigen, die aktuelle Selbstliebe-Challenge, Manifestation-Challenge und den neuen Dramakurs. Gut, heute aber wieder eine Frage. Du kannst mir auch mit verschiedenen Antwortoptionen mit solche Fragen stellen, auch über ein Formular auf meiner Website. Ja, heute geht es darum, dass eine Beziehungen manchmal einfach super seltsam laufen und man sich am Kopf kratzt und fragt, was geht hier eigentlich ab? Und muss ich dann vielleicht versuchen, auf sein Bauchgefühl zu verlassen, aber will ja auch nicht zu streng sein und gerät dann, vielleicht wieder in die nächste schwierige Situation, also ganz ein bisschen ungewöhnliche Mail, aber ganz interessant. Und zwar schreibst du also weiblich und Ende 30. Lieber Christian, danke für deine Arbeit. Ich habe die Befürchtung, dass ich wieder in so einer toxisch-manipulativen Geschichte gelandet bin. Siehst du das auch so? Also eigentlich denke ich schon immer so, wenn man sich die Mühe macht, mir zu schreiben, ist eigentlich immer schon ein schlechtes Zeichen. Sei denn, man hat jetzt irgendeine andere Frage, aber gut. Wir lernten uns vor anderthalb Jahren kennen. Ich bin Ende 30, mein Freund in den 50ern. Ich selbst war gesundheitlich angeschlagen, außerdem hatte ich rechtlichen Stress und eine Erbschaft. Ja, ich sage ja immer gerne, es gibt so vor allen Dingen zwei große Wege in problematische Beziehungssituationen. Das ist einmal, ja, wenn man eine entsprechende Kindheit hatte, die einen so primed in die Richtung. Oder wenn es einem gerade nicht gut ging im Datingprozess so, ne? Und da macht man häufig auch, wenn man so, ja, unverschuldet jetzt wirklich in so einer vielleicht bedürftigen Situation ist, ne? Also es ist, wie es halt ist, wenn man krank ist und man hat Stress und kenne ich auch und dann ist man froh, dass jemand da ist und guckt nicht so genau hin und oder zieht einfach auch andere Sachen an, als wenn man so richtig gut drauf ist und aber gut, schauen wir mal an, das ist ja auch so ein bisschen special alles. Jetzt kommt natürlich hier wieder Müll, aber hoffe, das funktioniert so einigermaßen. Dann kam er, die Ruhe in Person, etwas zurückhalten, er schlug bei mir ein wie ein Blitz. Das ist immer, ich weiß, hört sich immer so blöd an, das zu sagen, aber das ist kein gutes Zeichen. Ne? Also sichere Beziehungen fangen tendenziell, also auch, kann schon ordentlich verliebt sein, ist aber nicht dieses, ich habe auch so einen Verliebtheitstest auf meiner Webseite, wenn ihr da unklar seid, guckt ja gerne mal rein. Ins Einstich wie ein Blitz. Keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, sage ich immer wieder. Aber es ist natürlich schwer, sich auf sowas zu verlassen. Aber ich wäre mittlerweile heute, wenn ich wieder daten würde, wäre ich vorsichtig, wenn es, also wäre ich wäre schon super skeptisch, wenn es bei mir einschlägt wie ein Blitz. Würde ich schon denken, oh, ist das wieder irgendwie. Aber naja. Ich war, ja, 10 Jahre Single, weil ich auf den ganzen Mist, zwei extrem toxische Beziehungen keine Lust mehr hatte und ließ mich nun doch auf die Beziehung ein. Also was ich sagen kann, das ist auch interessant hier, Modul 4, sage ich ja auch, die drei Arten von, Anführungsstrichen, Co-Abhängigkeit. Also da habe ich auch, gibt es die Leute, die eher so eine liebessüchtige Geschichte gehen, dann also Modus 2 ist bindungsängstliche Co-Abhängigkeit, und das häufig kommt man aus Modus 1 in Modus 2, also es könnte bei dir so sein, dass man die Themen ein bisschen für sich bearbeitet hat, aber klar, man ist immer auf dem Weg und hat dann erstmal keinen Bock mehr, also denkt sich so, boah, ich hatte zwei jetzt so üble Beziehungen, macht dann erstmal gar nichts mehr, man ist dann aber immer noch anfällig für so, ja, also die Anfälligkeiten sind noch nicht vorbei häufig so in dieser Phase und aber gut, schauen wir mal weiter. Also das ist auch ein bisschen das Thema so passive Bindungsangst und so, ne? Aber gut, wir wollen es auch nicht zu kompliziert machen hier. So, ich ließ mich auf eine Beziehung ein. Nach einem halben Jahr verließ ich sogar Deutschland für ihn, damit wir zusammen sein konnten. Er ist auch Deutscher, aber wohnt
im mongolischen Ausland. Er erzählte mir sehr früh, dass er Kindheitsprobleme hatte. Ja, bla bla bla, haben wir alle. Er hatte therapeutische Begleitung, was ich gut fand, und da er sich wohl mit seinen Themen auseinandersetzt. Ja, also ich verstehe schon, warum du das jetzt schreibst, dass du gedacht hast, ja, also er hat Issues, aber er hat sie adressiert und das ist doch alles gut und ja, kann ich auch verstehen. Am Anfang konnte er es nicht erwarten, mich zu sehen. Es irritierte mich zwar, dass er abends und nachts allein sein wollte, wegen Schlafproblemen, aber ich stellte mich darauf ein. Ja, wie gesagt, ich hätte am Anfang schon gesagt, man muss wirklich aufpassen mit seinen passiven Bindungsangstthemen. Die können sich so ausspielen, dass man ja, sich Menschen sucht, die auf verschiedene Arten nicht verfügbar sind. Die können auf so eine manipulierende Art nicht verfügbar sein, was du vielleicht meintest mit diesen toxischen Beziehungen. Die können aber auch einfach, kann sein, dass man aktive Bindungsängstler datet. Und wie gesagt, das kommt jetzt alles so daher und man kann sich ja einen Partner auch nicht backen und ja, jeder hat so seine Issues. Also ist auch richtig, ne? Ist auch richtig. Aber wie so in so vielen Mails haben wir es jetzt wieder, dass die Dinge plötzlich anfangen aufzutürmen. Ne? Also das alleine, wobei es ist auch schon, also ich würde wirklich sagen, macht es euch nicht so schwer. Also gerade wenn man selber irgendwelche Issues hat, ist es einfach so unheimlich wichtig, jemanden zu daten, der weniger Issues hat. Ne? Also das sagt auch die Forschung. Und das, wie gesagt, jetzt kann man natürlich sagen, ich habe Issues, warum soll mein Partner nicht auch Issues haben, ne? Und dann ziehen wir uns beide daraus hoch. Ja, kann auch funktionieren, ne? Aber häufig ist es wirklich so, jemanden zu suchen, ja, der, weiß ich nicht, unkompliziert ist, ne? Und nicht so viel Probleme und ne? Dass man selber auch ein bisschen dran gesunden kann, sag ich mal, ne? Und wie gesagt, das bis hierhin ist jetzt alles okay, ne? Aber ja, es schon fängt an, seltsam zu werden. Ne? So, jetzt kommt das nächste Seltsame. Er telefonierte sehr viel, auch sehr häufig mit weiblichen Bekannten. Doch nachdem ich ein paar Gesprächen dabei war, störte mich das nicht mehr. Ich war seine Traumfrau. Hier auch wieder, es treten Sachen auf. Und man denkt sich jetzt, okay, ja, war ich dabei, ist ja dann nicht so schlimm, aber es türmt, ne? Es türmt sich auf. Und auch da ist wieder so, das ist Leute mit, also Frauen mit viel männlichen Freunden oder Männer mit viel weiblichen Bekanntschaften, ist jetzt nicht automatisch eine Red Flag, aber es ist zumindest irgendwie eine Yellow Flag, würde ich mal sagen. Und es ist wieder eine Sache, die es leicht schwieriger macht, so, ne? Nach kurzer Zeit schlug er vor, dass er eine Wohnung kauft, in der ich dann wohnen kann. Ich hatte zwar kein gutes Gefühl dabei, aber machte letzten Endes mit. Ja, das ist wirklich interessant jetzt hier, weil jetzt fangen an, also ich kann jetzt auch nicht sagen, warum, es fangen Sachen an, die irgendwie seltsam sind. Jetzt kann man, wie gesagt, jetzt kann man wieder sagen, warum muss denn jede Beziehung so 0815-mäßig laufen? Absolut, aber wie gesagt, also er kauft eine Wohnung jetzt für, also sie drauf drin wohnen, aber sie wohnen nicht, dass sie das falsch versteht, sie wohnen nicht zusammen drin. So, ne? Und was ich immer sage, ist, wenn Sachen Kopfkratzen verursachen, also im Sinne von, was ist hier eigentlich los? Das an sich ist kein gutes Zeichen, so, auch wenn man nicht weiß, was hier los ist, so, ne? Jetzt lebte ich in meiner Traumwohnung, aber er war weiter in seiner Wohnung, also sehr distanziert, was sich auch in der Beziehung widerspiegelt. Bettsport findet sehr selten statt, auch nur auf Anfrage. Er legt viel Wert auf gesunde Ernährung. Ich lebe zu 95% vegan, erlaube mir nur ab und zu etwas Zucker und mal frittierte Pommes. Wenn er das mitbekommt, dann kritisiert er das immer. Ich müsse schon wissen, was ich tue, mit leichtem Unterton. So, jetzt haben wir schon, das ist ja, es geht schon los mit der Kritik irgendwie, ne? Das nächste, ne? Er selbst ist sehr dünn und isst nur Biogemüse. Essen sind wir nie gegangen. In den letzten Monaten ist nun das Thema Geld bei uns immer präsenter geworden. Ich habe ihm eine größere, ich sage jetzt mal nicht wie viel, aber eine wirklich ordentliche Summe Geld geliehen. Also Leute, ich kann, macht das nicht, solange ihr nicht wirklich 10 Jahre mit jemandem zusammen seid oder meinetwegen 4 Jahre oder macht das nicht wirklich. Verleiht kein Geld. Ich meine, das ist immer so gut gemeint, aber und wenn, einen knallharten Vertrag, wirklich, macht keinen Quatsch aus so einer Verliebtheit raus, irgendwie. Jetzt haben wir häufiger Diskussionen, wann er es mir zurückzahlt. Es ist über ein halbes Jahr vergangen und er weiß, dass ich Geld bald brauche
Und bevor wir getrennt 2 Monate nach Deutschland fuhren, versprach er mir, dass ich jetzt nach unserer Rückkehr zurückkomme. Warum fahrt ihr getrennt nach Deutschland jetzt wieder? Also jetzt, es türmt sich auf. Jetzt ist natürlich schwierig, ne? Jetzt kann er natürlich sagen, was willst du eigentlich? Du wohnst doch mietfrei. Aber dieses mietfreie Wohnen hat nicht das Volumen von deinem geliehenen Geld. Also ich kann dir nur so raten, das hier möglichst schnell in geordnete Bahn zu bringen und zu sagen, ey, du zahlst mein Geld nicht zurück. Ey, no fucking way. Ich, und wenn er dann kommt, dann zahlst du eine Miete. Dann, ja, zahlst du meinetwegen eine Miete, aber eine Miete, die du vorher auch gezahlt hast und nicht irgendeine Fantasiemiete. Also versuch die Sachen sofort auf eine Basis zu stellen, so, ne? Und nicht, dass er generöserweise dich 3 Monate in irgendeiner Wohnung wohnen lässt und dann will er aber irgendwie einen riesigen Betrag Geld von dir leihen. Deswegen, das ist fishy, das ist nicht in Ordnung, so, ne? Und ich würde ihm so fucking sofort, würde ich ihm Deadline setzen und sagen, 2 Wochen ist das Geld da. Oder wir sind getrennte Leute. Wir sind fucking getrennte Leute. Und lass dich da nicht einfangen, nur weil es im Ausland ist oder weil du, ne, geh wieder zurück nach Deutschland, ey. Echt? Na, also das ist wirklich, das ist bis hierhin, es türmt sich auf, aber jetzt haben wir die erste, das ist für mich ein Deal, das ist für mich ein fucking Dealbreaker, so, ne, und hab das gestern mit dem Kumpel besprochen, also ich hatte ja auch so viel Probleme damit und heutzutage ist es so, wenn jemand, ich kann gar nicht mehr anders, wenn in irgendwelchen Bekanntschaften oder auch geschäftlichen Sachen, wenn dann Dealbreaker auftaucht, ich bin raus, ich kann, es ist auch keine, ich kann nicht mehr, ich bin sofort raus. Also es ist auch keine Entscheidung mehr oder so. Es ist so, so geht sofort, mein ganzes Gefühl geht sofort weg und bumm, ist es aus, ne? Und das ist auch blöd manchmal, weil man dann, ja, bleibt manchmal nicht mehr viel übrig, so, ne? Aber ich weiß nicht, ich kann nicht anders. Und ich weiß, wenn mir sowas, ich meine, ich würde schon heute nicht mal, also wirklich, Leute, lasst es einfach. Verleiht einfach kein, wirklich auch an Freunde, verleiht einfach, lasst das Geld außen vor, aus Freundschaften. Klar, wenn man jetzt Kinder kriegt, man heiratet oder auch keine Kinder kriegt und man will, muss Besitz anschaffen, natürlich, ne? Oder du weißt einfach, die Beziehung läuft Bombe und ja, also du kennst deinen Partner in- und auswendig seit Jahren und natürlich hilft man sich da gegenseitig, würde ich auch vertraglich aufsetzen irgendwie und aber ich habe, also ich würde sowas nie wieder machen irgendwie, ne? Und also ich habe auch für viele in co-abhängigen Beziehungen irrsinnig viel Geld verloren. Also alles wieder zurückgekommen. Also ich will mich jetzt nicht beklagen, aber also nicht, ist nicht von den Beziehungen wieder zurückgekommen, aber es ist von woanders wieder zurückgekommen. Aber ich will mich jetzt nicht beklagen, aber wenn man anfängt, Geld zu verlieren, raus, wirklich. Und ich würde ihn richtig hart angehen, ne? Und das ist natürlich scheiße. Du sitzt jetzt im Ausland, ne? Wie willst du das einklagen oder irgendwie was, also das ist richtig, das ist richtig, das ist, und er weiß, wie scheiße das für dich ist und dass er das zulässt, dass er dich da so ab, also das ist super suspicious, finde ich, so, ne, also da stehen, mich jetzt so ein bisschen in die Haare, also ich finde es, ich weiß nicht, richtig ein bisschen Gänsehaut, kann nicht sagen, warum, aber ich fühle mich überhaupt nicht gut an. Er stellt mein Vertrauen in Frage und kritisierte, dass ich so oft nachfrage. Ja, aber ich weiß es nicht. Wenn ihr nichts ausgemacht habt, kannst du dein Geld jederzeit zurückverlangen. Jederzeit. So, ne? Dann sag ihm, er soll seine Wohnung wieder verkaufen, ne? Fertig. Also sagst, ich will jetzt sofort mein Geld wieder haben. Sofort. Fertig. Ne? Mach ihm richtig Druck, richtig Feuer unterm Arsch machen, ne? Und dann zu sagen, du stellst dein Vertrauen in Frage, das ist Gaslighting, ne? Als wir zurückkamen, gab er mir das Geld, was er mir hoch und heilig versprochen hatte, immer noch nicht. So, jetzt werden schon Versprechen gebrochen, ne? Also, da ist irgendwas, ist da faul. Ich sag dir, da ist was faul. Ich hab keine Glaskugel, aber ich sag dir, da ist was, da stimmt irgendwas überhaupt nicht, so. Als ich ihm sagte, dass ich durch die Leihgabe ins Minus gerutscht bin, reagierte er befremdlich. Er meinte, ich soll auch besser mit meinem Geld haushalten. Das ist fucking Drecksgaslighting, muss man einfach sagen. Irgendwie lässt mich der Gedanke nicht los, dass er seitdem noch distanzierter ist. Ja, also du solltest jetzt vor allem distanzierter sein, weil das ist, also da wieder Feedback noch mehr an Standards und Dealbreakern arbeiten, das kann man gar nicht genug machen, so.
Klar, sicherlich besteht eine gewisse Restgefahr, dass man zu hart wird, aber sorry, wenn du sowas durchgehen lässt, musst du weiter an deinen Standards und Dealbreakern arbeiten, ne? Und das tut mir echt leid, ey. Das tut mir wirklich leid und das ist wirklich. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Das ist wirklich Lehrgeld. Es ist Lehrgeld und du hast da jemanden bei dir, der zieht dir einfach Energie ab, auch in Form von Geld. Und wirklich halt deine Kohle zusammen, ne? Und sieh zu, dass du Leute loswirst aus deinem Leben. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob du musst letztlich entscheiden, aber ich würde immer raten, wirklich sortiert Leute aus, die an euch rumsaugen. Es wird immer schlimmer, je mehr Erfolg ihr habt, so, ne? Es wird immer schlimmer, wirklich. Auf der anderen Seite ist er extrem geizig. Das ist an sich, datet keine Leute, die geizig sind, wirklich. Das macht keinen Spaß. Beim gemeinsamen Einkauf macht er den Einkaufswagen voll. Ich nahm lediglich zwei Sachen Obst für 2 €. Er zahlt den Einkauf und knöpft mir dann 2 € ab. Das ist fucking disgusting. Sorry. Das ist disgusting. Wirklich. Und das ist ein Typ, der von dir eine hohe Summe Geld geliehen hat. Und der lässt sich zwei. Also wirklich, wo sind deine fucking Standards? Sorry, wo sind deine fucking Standards? Das geht doch gar nicht, ey. Als ich vorschlug, dass wir doch mal wieder zusammen kochen können, sagte er, du hast ja noch Kartoffeln, ich komme morgen zum Essen vorbei. Ja. Davon gibt es noch weitere Beispiele. Jedes Mal, wenn ich sage, dass mich etwas stört, dann nimmt das als Argument in die Wohnung, in der ich ja kostenlos wohne. Ja, also er hat dich jetzt irgendwie, ich will jetzt gar nicht, dass er das bewusst gemacht hat, ich weiß es nicht, aber verwickelt in so eine Sache, wo du irgendwie so. Das ist nicht gut. Bring die Sache auf den Punkt, dann sagst du, ja, okay, ich zahle jetzt eine Miete, aber ich zahle jetzt nicht irgendeine Fantasiemiete und überhaupt, warum, wie gesagt, wir haben abgemacht, ich zahle keine Miete und wir haben abgemacht, du zahlst mir das Geld zurück. Also ich lasse dich nicht in solche komischen Sachen ein und meinetwegen sagst du, okay, bis ich hier ausgezogen bin, wieder zurück in Deutschland bin, zahle ich dir eine Miete, aber nicht irgendeine Fantasiemiete und du zahlst mir so fucking sofort mein Geld zurück. Lasst euch nicht so wie so bei der Mafia so einsacken, ey. Wirklich, ey. Boah, das riecht mich richtig auf, ey. Das ist nämlich die Scheiße jetzt. Das ist wie bei der Mafia. Das ist wirklich wie bei der Mafia. Und ist jetzt nur ein Vergleich, wie gesagt, ne? Das beschreibe ich ja auch in meinem Buch. Wo habe ich das geschrieben? Irgendwo die Mafia-Methode, ne? Ja, eben hier Neue Dimension der Liebe habe ich das geschrieben. Die Mafia-Methode, das ist, du bekommst kleine Gefallen, das ist sogar ein größerer Gefallen, und du gehst auf diese Gefallen ein. Und dann wird dir aber ein größerer Gefallen abverlangt, und dann wird gesagt: Hey, mein Gott, ich hab dir doch einen Gefallen getan, das kannst du doch einen Gefallen getan. Das ist so, als wenn du, was weiß ich, dir leiht mal jemand seinen Rasenmäher, und dann kommt er am nächsten Tag und sagt: Ja, ich brauche mal dein Auto für 5 Wochen irgendwie. Und dann sagst du, nee, mache ich nicht. Und dann, ja, ich habe dir auch einen Rasenmäher geliehen. Was willst du eigentlich? Ne? Für mich sind das Mafia-Methoden. Ich sage das jetzt aber bewusst einfach so im Sinne von, das sind Ego-Methoden. Ne? Also es könnte eine manipulative Ego-Methode sein. Ne? Und das machen manche Leute, die denken da gar nicht drüber nach. Das ist jetzt nicht so, muss jetzt überhaupt nicht so bewusst geplant sein, sondern die funktionieren einfach so, ne? Und diese ganze Sache, dass er dich in so eine Wohnung abschiebt, da frage ich mich schon irgendwie, macht er das vielleicht mit mehreren Frauen? Sorry, dass ich jetzt wieder so negativ bin. Aber ist das so seine Art, sich da so, ja, Zufuhrquellen irgendwie zu sichern und wo er immer wieder, dann besucht er mal die eine, dann die andere. Ich weiß nicht, ich will jetzt, wie gesagt, keine Pferdescheu machen, aber also diese ganze Ablauf, boah, irgendwas stimmt da nicht, ne? So, davon gibt es viele Beispiele. Jetzt mal, ja, das hatten wir schon jetzt. Doch, ich komme nicht an einen rein, habe das Gefühl, ich interessiere ihn gar nicht mehr. Ja, das ist nicht gut, ne? Fragt selten nach, wie es in meiner Selbstständigkeit läuft. Meistens auch nur, wenn ich ihn darauf aufmerksam mache. Er ruft irgendwann nachmittags an. Früher war es so, sobald er ausgewacht ist, dann treffen wir uns ein paar Stunden und gehen dann wieder jeder zu sich nach Haus. Gut, ich meine, so viel Zeit, jetzt andere zu treffen, hätte er dann nicht. Okay, aber ich weiß nicht. Also man merkt einfach, dass es irgendwie, dass da irgendwie,
er hält Sachen zurück, so, ne? Und das ist nicht gut, ne? Die Tage gestalten wir nach seinen Wünschen. Ich würde gerne häufiger Ausflüge machen oder mal in Urlaub fahren, was er mir zwar versprochen hat, bis heute nicht umgesetzt hat. Es ist immer eine fucking Red Flag, wenn Leute nicht machen, was sie versprochen haben. Also ich hasse das wie die Pest. Ich weiß, das interessiert heute keinen Menschen mehr. Versprechen. Ich möchte in einer Welt nicht leben, wo Versprechen nicht zählen. Und ich sortiere alles aus, wo Leute ihre Versprechen brechen. Ihr habt da einfach keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ich habe mich echt lieber alleine und wirklich, ich habe keinen Bock drauf, echt. So, jetzt kommt noch eine Wendung rein. Vermutlich wäre mir das alles nicht aufgefallen, wenn ich nicht über was anderes ins Spiel gekommen wäre. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, eine schöne Zeit verbracht. Ja, also ich will jetzt hier nichts immer werten, aber jetzt fängst du natürlich an, Dreieck aufzubauen, ne? Und sei vor, das kann dir nochmal richtig um die Ohren fliegen. Ich wäre da wirklich vorsichtig. Ich würde es einfach so als Zeichen sehen, dass du nicht mehr happy bist in der Beziehung und dann, aber dann geh auch raus und dann lernt man wegen jemand Neues kennen, aber gut, ich meine, jetzt schreibst du ja gleich, so rein platonisch ist, sagst du dir vielleicht, er hat auch Freundin, okay, aber pass auf, dass du es nicht immer weiter verkomplizierst, so, ne? Ja. Außerdem, du weißt ja, Männer wollen eigentlich nie nur befreundet sein, so, ne? So, jetzt hast du jemand anders getroffen. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, eine schöne Zeit verbracht. Unsere Treffen sind platonisch, auch wenn er langsam anfängt, mehr zu wollen. Ja, wie gesagt, es ist leicht lustig, ein Geld spielt überhaupt keine Rolle. Ja, also ich kann nur sagen, wenn ihr von einer Beziehung, hast du ja vorher nicht gemacht, aber zur nächsten hüpft, nimmt man die Themen häufig mit und holt sich einen Partner rein, mit dem man dann, auch wenn der scheinbar komplett anders ist, ist kein guter Punkt, einen neuen Partner auszusuchen, so sag ich nur so. Ne? Sagst du vielleicht, ja, der Punkt vorher war scheinbar auch nicht gut, aber ach, es ist auch egal. Vielleicht soll er dich einfach nur auch darauf aufmerksam machen, wie unhappy du bist. Keine Ahnung. So, jetzt kommt auch in Kleinigkeiten spielen sich krasse Gegensätze. Beispiel, ich bin mal einkaufen, mein Bekanntschaft ruft an, ich erzähle ihm, dass es mal ein Spezialessen im Angebot gibt, aber nicht alles mitbekomme. Seine Reaktion, klasse, dann fahre ich nach Hause, lade aus und fahre nochmal ein, damit du den Rest kaufen kannst. Ja, aber am Anfang sind alle Menschen nett, ne? Weißt du ja. Reaktion von meinem Freund, ich gehe jetzt los zu unserem Treffpunkt. Ich so, ich brauche noch, da ich mir gerne mal ein Spezialessen sichern will. Er so, vergiss aber nicht, was ich bestellt habe bei dir. Das sind alles so subtile Kleinigkeiten, sodass ich total verunsichert bin. Wirklich abwerten tut er mich nicht. Doch, haben wir ja schon gesehen in der Mail. Er nannte meine Kommunikation einmal kleingeistig. Und das findest du keine Abwertung? Was muss denn noch kommen? Sagst du aber gleich, dass ich das nicht persönlich nehmen sollte. Als ich ihn auf ansprach, dass ich das Gefühl habe, dass er mich nicht ernst nimmt, sagt er etwas von, er sei enttäuscht, dass ich sowas von ihm denken würde. Er hält mir, wie gesagt, alles unter die Nase, was er mal für mich gemacht hat. Auch wenn es schon ein Jahr her ist. Kritik ist nicht erwünscht. In Streitfällen schiebt er alles auf meine Kindheit und bittet mich zu haben eine Selbstarbeit. Also definitiv haben wir ja teilweise Gaslighting und Schuldumkehr auf jeden Fall. Ne? Man, das muss jetzt allein, das sind einfach nur Strategien. Die machen wir alle manchmal, aber wollen es nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Eine Entschuldigung kam noch nie. Datet keine Leute, die sich nie entschuldigen, wirklich. Nach größeren Streits meldet er sich einen Tag komplett nicht und wartet, bis ich wieder angelaufen komme. Ja. Er ist am Drücker immer, ne? Da gibt es wieder Tage, da nimmt er meine Hand und ist zuckersüß. Ja, Nordkorea gibt es auch sonnige Tage, sag ich da immer. Ist das normaler Beziehungsstress oder übertreibe ich und haben wir eine toxische Konstellation, aus der ich lieber gehen sollte? Also letzten Endes, ich meine, diese Mails sind immer nur ein Ausschnitt und letzten Endes kann ich es natürlich auch nicht wissen, habe keine Glaskugel, aber ich würde tatsächlich sagen, hört sich, also ich merke einfach, dass mein Bauchgefühl Alarm schlägt. Das muss jetzt auch nicht viel heißen, aber vielleicht heißt es doch was. Also es hört sich nicht gut an und ich würde, ja tatsächlich würde ich sagen, ich würde da mal Klarheit reinbringen und wie gesagt, guck nochmal Modul 1 rein, da ist ja auch ein definierter Weg, wie du feststellen kannst, ob eine Beziehung irgendwie ins Toxische geht und das hat eben viel mit Standards und Dealbreakern zu tun. Ich würde diesen Standard und auch diesen Dealbreaker letztendlich, dass du diese Kohle wieder haben willst, das würde ich wirklich durchziehen und ich bin überzeugt, dass sich daran
alles zeigen wird, welche Charakter eure Beziehung hat. Und es hört sich nicht gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Hört sich gar nicht gut an. Diesen Sinne, was sagt ihr dazu? Kommentiert gern. Immer noch schauen, 50% meine Videos, ohne mal auf dem Abo-Button geklickt zu haben. Lasst uns das mal abstellen. Kleine Challenge für euch. Hilft meinem Kanal sehr. Und auch wenn ihr irgendeinen Kommentar da lasst, wenn es nur mal ein Smiley ist oder ein Daumen hoch oder sowas. Oder vielleicht möglichst mich auch unterstützen mit der Kanalmitgliedschaft. Und wir sehen uns mal wieder. Ciao, ihr Lieben.